Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tibirium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nord. Der Ausnahmezustand, ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier beim Mantel und die haben uns dadurch die GGI-Basis gefressen. Und ja, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Gewaltsame Übernahme. Erobern Sie eine Region zurück. Okay, Leute. Alles klar, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ich habe es mir hier schön gemütlich gemacht mit einem Frühkölsch-Radler. Davon nehme ich jetzt erstmal einen Schluck. Und wir sehen Motorräder und Gummipanzer. Genau, Leute. Dann bin ich mal gespannt, wo, was es hier gibt. Ja, toll. Wir sollen hier wieder mit begrenzten Einheiten arbeiten. Ach, das ist doch mal wieder so ein Müll, ey. Aber gut, was soll man da machen? Na? Und, ui, ein Panzer, okay. Und, ja, willkommen an diesem Freitagabend, liebe Leute. Wochenende steht wieder vor der Tür hier. Und, ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal hier an. Ich habe keine Ahnung, was ich hier in dieser Mission machen muss. Aber ich denke mal, das schaffen wir auch so. Oh. Ein Gebäude, aber ich habe kein Geld. Ein Gebäude, aber ich habe kein Geld. Was zur Hölle? Ich brauch Geld, Leute. Könnt ihr doch nicht ernst meinen hier. Ey. Also da oben ist schon mal Dead End. Da muss ich mich Basis. Wartet mal. Was ist denn das hier? Mach mal diesen Turm im Arsch, bitte. Der Flammpanzer, der schafft das ja. Hier unten den auch, bitte. Weil es kann sein, dass ich mich echt hier durchschleichen muss. Okay. Da wäre auf jeden Fall viel Tiberium hier oben. Ne? Müssen wir gleich mal gucken, was das hier gibt. So. So. Was zur Hölle? Da kommen Einheiten und die machen mich hier kalt, okay? Ja, aber... Hä? Das war ein Trigger, okay. Was ist das für ein... Was ist das wieder für eine Mission, ey? Mann, Mann, Mann. Och, das Add-on, ey. Ich werd mit dem echt keine Freunde mehr mit dem Ding hier, ey. Oh, Mann. Ja. Gut. So. Dann... Macht ihr mal bitte diesen Panzer da platt. Ja, was soll ich denn hier machen, Leute? Was soll ich denn hier machen? Ja klar, jetzt macht der Panzer auch noch die meine Minigun voll im Arsch hier, ey, Mann. So. Ja, gut, aber ich muss ja den Flammenpanzer hier stehen lassen. Für die Minigun, die da gleich kommen, ne? Warte. Ich glaube... Das soll ich verkaufen. 500, dann kriege ich nämlich einen Invasor. Liebe Leute. Den kann ich dann bauen und dann kann ich mich da unten durchfressen. Glaube ich. Also, keine Ahnung. Den Flammenpanzer muss ich jedenfalls hier stehen lassen. Das reicht aber genau für den Invasor. Genau, so, dann speichere das mal. Mission 6, not. Gut, aber die Kaserne, die kann der Gegner ja ruhig platt machen. Das ist ja nicht schlimm. Wartet mal. Wo kommen denn gleich diese Mannequin her? Hä? So, dann hier. Ich brauch nämlich einen... Ah, da kommt er. Da kommt er nämlich mit seinen Mannequin da.
Genau, das kann man nämlich, glaube ich, nicht verhindern. Dass die die Kaserne platt machen, oder? Doch, kann man das verhindern? Doch, das kann man tatsächlich verhindern. Okay, alles klar. Lass das Gebäude stehen, Junge. Und, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Bei der neuen Aufnahmesession hier kurz vorm Wochenende. Und, dann machen wir hier einfach mal weiter. Speichert. Ah, wartet mal. Bevor der da reingeht, speichern. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das hier sowas ist, Leute. Dass man da hier einfach so sneaky sein muss. Und einen Hubschrauber einnehmen muss, aber vorher ein Radar verkaufen muss. Ja, das ist zwar bescheuert, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei diesem Add-on. Aber wartet mal. Aber wartet mal, da oben ist doch unendlich Tiberium. Jetzt kommt er hier mit dem Jeep an. Was soll das denn, Leute? Jetzt kam der da mit dem Jeep angeschissen. Ah, okay. Da also. Okay. Seht ihr das? Ich wusste, dass das sowas war, ey. Ich wusste es. Ja, okay. Und jetzt? Und jetzt, Leute? Speichern. Das sieht nämlich echt gut aus hier. So, dann macht ihr mal bitte diesen Hubschrauber da platt. So. Bam, 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 bam. Genau. Ha! Schaut euch das an, Leute! Wir haben eine Basis, oh mein Gott. Wir haben eine Basis gefunden. Aber, aha. So ist das also. Ja, jetzt kommt der Mammut. Na toll, danke Mammut. Scheiße. Was zur... Ach so, wenn jetzt der Mammut am Rad dreht die ganze Zeit, ne? Sein, dass der Mammut hier jetzt so abdreht. Mit Raketenpanzer auch noch. Das schaffe ich. Okay. Ich muss also direkt... Okay, Leute. Ich muss also hier unten... Verstehe. Ich muss also hier unten so weit wie möglich weggehen. So, und dann hier direkt sammeln und direkt einen Geschützturm bauen. Jetzt wird nämlich... Jetzt wird der... Komm, genau. Verkaufen wir das Ding. So. Und zieh die Einheiten mal bitte möglichst weit weg. So, dann habe ich nämlich ein bisschen Zeit, mich hier aufzubauen. So. Ja, komm dann. Schwächt mir den Mammut an hier. So. Noch ein bisschen weiter ablenken, bitte. Da ist er schon, da ist er schon. So, komm. Oh, geil. Geil, Leute. So. Ha. Hey, schieß auf den Mammut. Lock den ein bisschen. Ja, okay. Oh, geil. Leute, geil. Wir haben's. Oh mein Gott, wir haben das. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann kann ich jetzt ein Kraftwerk bauen, Leute. So, zack, zack hier. Ha! Dann haben wir ein Standbein tatsächlich und dann würde ich sagen, Mission 5 Not. Ach, Add-on würde ich, ja egal, kommt. Da fährt der scheiß Mammut rum, ey. So, Energie bitte. Zack.
So. Keine Kohle mehr. Aber da können die Minniken helfen. Kommt. Und bam. Sehr gut. Puh, okay, Leute, der Mammut ist weg. Alles klar, da würde ich sagen, muss ich aber erstmal mich hier reparieren. Und nochmal eine Hand von Notbone, ja. So, dann würde ich sagen, baue ich die mal hier unten hin. Und Großkraftwerk kann ich leider nicht bauen. Allerdings einen zweiten Sammler kann ich bauen. Würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Den werde ich dann hier unten hinbauen, weil ich würde ganz gerne hier hinfahren. Wenn ich das darf. Wenn ich das darf, Leute. So, Sammler, sammel bitte schnell die Kohle da ein. Bevor der Gegner wieder angeschissen kommt. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Aber gut. Ich würde sagen, ich erforsche einfach mal ein bisschen mit dem einen Schützen hier. Mal gucken, ob ich hier unten rein dürfte. Wie sieht das aus? Darf ich da hin? Ich darf da tatsächlich hin. Oh mein Gott. Okay, interessant. Dann erkunde mal ein bisschen die Karte, bitte. Du einzelner Schütze hier. Der einzelne Soldat auf weiter Flur hier. Und ja, Leute, erzählt mal, wie es euch so geht. Mir geht es sehr gut, wie immer, wenn ich aufnehme, weil wenn ich aufnehme, ist es meistens Wochenende. Und ja, das heißt, dass es mir gut geht. So, dann die nächste Raffinerie bitte hier unten hin. Dann habe ich jetzt natürlich wieder keine Energie mehr, klar. Aber der eine Sammler... Oh, nein, okay. Oder auch ich. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Okay. Aufpassen auf die Sammler, ja. Scheiße. Naja, gut. Die kriege ich ja eigentlich theoretisch mit einem Gummipanzer platt, die Einheiten. So. Flugfeld bitte. Und diesen Turm? Hm. Bräuchte ich einen Flammenpanzer für. Ja. Aber gut. Dann weiß ich das. Und dass der die Einheiten auch ausgerechnet jetzt dahin stellt. Ne? Naja, gut. Leute. Naja, gut. Und hier hinten bitte. Gut. Leute, gut. Alles klar. Dann bräuchte ich nämlich einen Gummipanzer. Dann kann ich hier unten schon sammeln. Oder einen Flammenpanzer. Der Flammenpanzer reicht, glaube ich, schon. Ja, okay. So. Zack. Und hier bitte einmal einen... wartet, ich speichere das nochmal. Einen Flammenpanzer kann ich nämlich gar nicht bauen. Seht ihr das? Da brauche ich halt zwei Gummipanzer. So, Leute. Ich muss diesen Turm da wegkriegen. Oder dieses... diese Raketenwerfer hier, damit ich da sammeln kann, ey. Mann, Mann, Mann. So. So, echt schade, dass ich kacke, dass da oben dieser Turm ist, ey, Mann. So, Leute. Dann, der Sammler, der wartet mal bitte. Dann kann ich nämlich noch diesen dritten hier fertig bauen. Diesen dritten Panzer. Und da kann ich die beiden Dinger da unten wegmachen. Ja. Das ist doch ein Plan. Da ist noch mehr Befestigung. Okay, gut. Aber ich habe Gummipanzer. Drei Stück. Den sollte ich da doch hier wegkriegen. Oder? Komm, das muss doch klappen hier so. Aber... da kommt damit noch ein Panzer angeschissen. Okay, ja gut, egal. Mach diese Raketendinger da weg. Ah, keine Chance haben die Dinger hier. Schau dich das an. So, und direkt auf den Panzer da. So. Ha, sehr schön, Leute. Dann kann ich die Sammler hier hinschicken. Jawohl. Und tschüss, mein Lieber. Gut.
Dann. Ha! Da würde ich mal sagen, was ist denn das hier? Hier ist ein Eingang. Was zur. Hier ist ein. Wer schießt hier? Ach, da! Da schießt ein Mammut auf mich. Ja, okay. Dann zieh den bitte rein. Zieh den bitte in die Verteidigungstürme. Weil der Mammut alleine, der hat gegen die Verteidigungstürme nämlich keine Chance. Keinen blassen Dunst. Und, was? Was zur Hölle? Scheiße, Leute. Gut, weitere Gummipanzer, bitte. Was macht dieser blöde Mammut da? Ja gut, kommt. Dann Sammler, sammelt da bitte. Heilen die sich hier in dem Teil? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die sich heilen, Leute. Aber warte. Ah, der will auf den... Ach, der will auf den Panzer, okay. Ha, ja dann. Easy, Leute. Dann ist das easy. Schau euch das an, wie schnell der kaputt geht. So, wunderbar. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, baue ich mir mal tatsächlich ein Radargebäude auf. So, hier. Ja, die Verteidigungsdinger, die müssten schon weg. Ja, damit ich hier die Kohle kriege. Da stehen die beiden Panzer. Ja, mein Gott. Ich meine, was man hat, hat man, ne? Konstruktion fertig. Versucht mal Platz zu machen. So, zack hier. Ach, wir sehen sogar schon voll viel von der Karte hier. Ja, das ist natürlich auch ein Obelisk. Direkt bauen, zack. So, Leute, dann kann ich gleich nämlich die Verteidigungstürme hier verticken. Sogar jetzt schon. Und dann direkt ein Obelisk bauen. Sobald ich nämlich meinen ersten Obelisken hier habe, dann ist das echt... Da haben wir uns hier schon aufgebaut. Sozusagen. Und da sind wir doch schon voll weit gekommen hier in dieser Folge. Sind wir doch schon echt weit gekommen. So. So, dann hier bitte Obelisk. So, 30 Energie brauche ich. Na, das reicht nicht. Ich habe leider keine Großkraftwerke hier. So, dann. So. Ach, das war natürlich blöd. Aber gut, nicht schlimm, Leute. So, dann baue ich einmal die Werkstatt. Weil ich würde ganz gerne diesen Gummipanzer da reparieren. Und vor allem den Sammler, der ist nämlich extrem lahm. So. Aber wenn ich die drei Gummipanzer dann habe, dann sollte das passen soweit. Um auch diese Dinger hier wegzukriegen, ne? Gut, Leute, dann... Zack. Und bitte einmal reparieren. Was zur... Was zur Hölle, da ist eine Basis. Oh mein Gott. Sammelt doch nicht... Sammelt doch auch nicht so weit weg. Oh oh. Mir schwant gerade Übles, Leute. Die Kohle hier ist begrenzt. Das ist ja der Scheiß. Die Kohle hier ist begrenzt. Oh Mann. So, ich habe meine drei Gummipanzer. Uncool, Leute. Uncool. So. Aber die Sammler, die bleiben bitte hier. So, überfahrt den bitte. So, sehr gut. Och, Mann. Was zur Hölle? Die schaffen das nicht. Warum schaffen die das nicht? Macht bitte zumindest diesen Mammut weg. Sehr gut. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Zwei neue Gummipanzer. Okay, nee. Alles klar. Puh. Okay, mir schwant Übles, ja.
die Kohle hier ist fucking begrenzt, Leute. Die Kohle hier ist begrenzt. Das ist scheiße. Das ist echt kacke. Aber gut, jetzt könnte ich hier zumindest einen Flammenpanzer bauen, aber ich muss erstmal die Sachen hier wegkriegen. Gut, der ist zumindest schon mal wieder grün. Das reicht doch schon. Und ja, liebe Leute, 20 Minuten voll. läuft ja bis jetzt nicht schlecht. Ne, nur ich sehe es schon kommen, dass es hier Geldprobleme geben wird. Ich sehe das kommen. Gut, dann brauche noch einen Gummipanzer, bitte. Kosten ja nur 600. Dann mache ich jetzt gleich hier unten diese beiden Penner da weg, ey. So. Und danach noch ein Kraftwerk. Weil ich möchte gerne einen zweiten Obelisken haben. Das ist sicherer für mich hier. Ich fühle mich sicherer mit zwei Obelisken. So. Das Männchen kann ich mal ein bisschen ärgern. So. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, baut, kommt der zweite Obelisk nämlich hier unten hin. Tschüss. Ja, gut. Okay, aber nicht schlimm, Leute. Wir haben es gleich. Hat der Gegner gar keinen Sammler? Hier ist nämlich die Basis. Verdammt interessant, dass der Gegner keinen Sammler hat. Na gut, okay, dann bitte alle auf einmal und drauf da. Los. Und bitte den da ein bisschen rausziehen. Ja, gut. Dann treff bitte daneben. So, genau, Leute. Dann sind nämlich die blöden Penner hier weg. So. Überfahrt dieses Mannequin. So. Meine Güte, ey. So, dann macht den Jeep platt. Und hier unten der Overlay-Skin. So, dann brauche ich einmal einen Not-Mod. Leute. Mach diesen Jeep weg. Der macht mich hier auch irgendwie nervös. So. Dieses Mannequin. So. Und reparieren fahren, Leute. Gut. Dann nehmen wir Notmod und erkunde mal die Karte. Ha! Seht ihr das? Gut, dass ich die Karte erkunde. Schau ich das an. Hier ist nämlich direkt wieder Kohle. Sehr, sehr gut. Ja, ist ja gut. Oh, noch ein Turm. Was hat er denn hier? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn? Stacheldraht? Keine Ahnung, was das sein sollte. Mit der alten Grafik kann ich das auch nicht erkennen. Aber gut. Aber gut. Ich würde sagen, ich brauche noch zwei Gummipanzer. Damit ich jetzt hier oben die Verteidigungsanlage wegkriege. So. Weil dann kann ich nämlich hier oben das Zeug auch noch einsammeln. Konstruktion. Aber der Anfang, der war doch mal wieder typisch Add-on-Mission, wirklich. Der Anfang, der war doch mal wieder typisch Add-on. War wieder so klar, dass der Anfang wieder so scheiße sneaky wird, ey. Meine Güte. Aber gut. Nicht schlimm. Ich speichere das Ding nochmal. Dann mache ich die... Was? Okay, ja, lass ihn das versuchen, komm. Mache ich jetzt noch die Verteidigungsanlagen platt? Ey, was, lässt du meinen Sammler mal in Ruhe? Okay, gut. Oh ne, ja, der Mammut, der kriegt den nicht. So, und weg damit. Sehr gut. So, zack hier. Sehr schön. Bleib du mal bitte hier. Hier oben. Genau, und das Ding dann noch wegmachen, genau. Oh, super, Leute, super, das sieht gut aus hier. Die machen nämlich gegen die, meine Gummipanzer machen die nämlich keinen Schaden. Das ist das, Leute. So, bam. Blöde Mammuts hier, so. Und tschüss. Sehr gut.
Alles klar. Was kommt da? Was kommt? Was? Was? Was soll das zur Hölle? Die macht doch auch gegen mich keinen Schaden. Die machen doch auch keinen Schaden gegen die. So. Und hier noch, genau. So, mach das Ding noch weg da. Oh, jetzt brauchen wir sogar schon Silos. Okay. Brauchen wir noch ein paar Gummipanzer. Gut, liebe Leute, dann sehe ich auch, dass hier die Folge schon wieder voll ist. Aber das lief doch gut. Was hat er da ein Mammut hingestellt? Naja gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und wie es hier beim nächsten Mal weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.